Freitag, 13. März 1987, Lake Ray Hubbard, Dallas, Texas. Mit vor Anstrengung hämmerndem Herzen kämpfte sich die 15-jährige Jane Killian durch das Wasser. Die spiegelglatte Oberfläche des Sees reflektierte das Sonnenlicht gleißend hell. Jane blinzelte nach oben, wo eine einzelne dünne Wolke über dem postkartenblauen Himmel zog. Sie sah zurück zum Ufer und schwenkte triumphierend die Arme. Ihre 2 Jahre ältere Halbschwester Stacy hatte sie zu dem Bad im kalten Wasser herausgefordert. Stacys neunmal kluge Freundinnen hatten anschließend den Wettstreit noch weiter angeheizt und Jane lautstark verspottet. Jane hatte die Herausforderung angenommen, war sogar bis jenseits des Stegs geschwommen und an der schmalen Landzunge vorbei, die als Grenze des Schwimmbereichs galt. Stacy war nicht nur die ältere Schwester, sie war auch sportlicher, kräftiger, schneller. Jane dagegen vergrub sich lieber in Büchern, träumte vor sich hin, eine Neigung, mit der Stacy sie nur zu gerne aufzog. »Na komm schon«, dachte Jane, »wer ist jetzt der Schwächling? Wer ist hier der Angsthase?« Beim Aufheulen eines Motors wandte Jane den Kopf. Ein elegantes Rennboot raste über den ansonsten verlassenen See. Ein Weg drohte den ihren zu kreuzen. Als erfahrene Wasserskisportlerin schwenkte Jane die Arme, um den Fahrer ihre Anwesenheit zu signalisieren. Das Boot drehte ab, schien zu schwanken, kam dann aber wieder auf sie zu. Janes Herz schlug bis zum Hals. Wieder winkte sie, diesmal verzweifelt. Trotzdem nahm das Boot weiter Kurs auf sie, als ob der Fahrer mit Absicht auf sie zuhielte. Voller Panik warf sie einen Blick zurück zum Ufer und sah, wie Stacy und ihre Freunde schreiend auf- und absprangen. Das Boot kam näher. Es steuerte direkt auf sie zu. Ein Angstschrei entfuhr ihrer Kehle. Der Lärm der Maschine verschluckte ihn. Sie sah das Boot auf sich zurasen, das kurz darauf ihr ganzes Blickfeld ausfüllte. Einen Moment später, als der Bug ihren Körper erfasste, wurde ihre Angst von dem Schmerz überlagert. Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Videorezension von mir. Und diesmal, wie ihr gehört habt, nicht zu einem Jugendbuch, sondern zu einem Thriller. Und zwar zu Erica Spindler im Schatten des Mörders. Ich hatte das Buch ja bereits bei Twitter schon erwähnt, dass ich das gerade lese und dass ich ja Erica Spindlers Thriller sowieso mag. Ich habe vorher schon 2 andere gelesen. Und zwar einmal Mörder ohne Gnade, habe ich von ihr gelesen. Und kennengelernt und geliebt habe ich sie, seit ich damals Der Engelmörder gelesen habe. Ein wunderbares, spannendes, hammermäßiges Buch, in dem es um Kindesentführung geht. Und es war wirklich klasse. Nun habe ich Im Schatten des Mörders gelesen und bin auch von diesem Buch hellauf begeistert. Das, was ich jetzt am Anfang vorgelesen habe, ist der Grundbaustein dieses ganzen Thrillers. Und viele werden sich jetzt denken, oh toll, gähn. Dann suchen sie also den Motorbootfahrer, ja, wie prickelnd. Und wie viele Seiten hat das Buch, Steffi? Und dann sage ich euch, dass das Buch 475 Seiten hat und dann werdet ihr denken, oh, es kann ja nicht so schwer sein, so einen Motorbootfahrer von damals zu finden. Das Problem ist, das ist der Anfang vom Buch und darauf basiert zwar die Geschichte. Die Geschichte kommt aber ganz anders ins Laufen. Und zwar lernt man hier Jane Killian kennen, das Opfer dieses Motorbootsanschlags oder Unfall. So genau weiß man das ja nicht, wenn man das Buch anfängt zu lesen. Und die lernen wir hier kennen als eine natürlich schon starke, selbstbewusste Frau, die aber trotzdem natürlich innerlich gebrochen ist seit diesem Unfall. Sie hat viele, viele Schönheits-OPs und chirurgische Eingriffe hinter sich mit Kieferaufbau, Nasenkorrekturen, Hauttransplantationen und so weiter. Und hat natürlich also eine harte Zeit hinter sich. Und geht auch manchmal heute noch immer noch durch die Hölle, denn sie hat ganz oft Albträume. Und auch so am Anfang dieses Buchs, da hat sie wieder einen ganz schrecklichen Albtraum. Und zwar hat sie den Albtraum von dem Tag am See, wo dieser Motorbootfahrer auf sie zukommt. Nur dass er in ihrem Traum, den sie jetzt zurzeit hat, sie nicht wach wird in dem Moment, wo er über sie fährt. Sagt man das bei einem Motorboot? Sondern sie träumt, dass er sie überfährt, umdreht, sie hört ihn laut lachen und sieht, wie er wieder volle Kanne auf sie zufährt. Und sie wird daraufhin dann immer wach und sagt zu ihrem Mann Ian, Schönheitschirurg, erfolgreicher Schönheitschirurg,
Zudem sagt sie dann immer, er will mich vernichten und er kommt immer wieder im Traum zurück und will mich vernichten. Er beruhigt sie dann natürlich, was man dann macht. Sie hat auch einen Freund, Dave, der ist Psychologe, bei dem hat sie sich in Therapie begeben damals und der sagt ihr auch, du pass auf, in deinem Leben läuft gerade alles tutti. Du hast Ian Westbrook, einen erfolgreichen Schönheitschirurgen, den du geheiratet hast vor kurzem. Du bist schwanger von ihm, ihr habt einen Hund, ihr habt unendlich viel Geld, ihr lebt in einer wunderschönen Eigentumswohnung, ihr habt alles, was ihr wollt. Und deswegen hast du wahrscheinlich so eine Albträume, weil du Angst hast, dass das irgendwann aufhört, dass dein Glück irgendwann aufhört. Aber glaub mir, Süße, dein Glück wird für immer und ewig anhalten und lass dich nicht von diesen Träumen unterkriegen. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, ist, dass parallel zur selben Zeit an einem anderen Ort ein grausamer Mord stattfindet. Und die Polizei, unter anderem auch ihre Schwester Stacy, die Detective ist in der örtlichen Polizeistation, suchen natürlich nach Hinweisen und so weiter, um den Mörder zu finden und entdecken das Videoband oder ein Videoband. Genau die Verhältnisse und die Örtlichkeiten möchte ich euch nicht erzählen. Ich möchte, dass ihr das lest und dass ihr genauso mitfiebert wie ich. Entdecken ein Videoband, entdecken einen großen, breitschultrigen Mann auf dem Videoband, der ganz geschickt immer mit dem Gesicht weg zur Kamera sich bewegt, mit Cappy und einer Jacke und so. Und Stacy sagt, der kommt mir bekannt vor. Ich kenne diesen Mann. Ich kenne ihn, wie er läuft. Ich kenne es. Ich habe ihn schon mal. Ich weiß, wer er ist. Ich komme nur nicht drauf, wer. Ich weiß nur nicht, wer, sagt sie. Und naja, dann schauen sie weiter, wie diese Frau, die da verstorben ist, wie die gelebt hat, was sie beruflich war und so weiter und so weiter und entdecken, dass Ian Westbrook, der Mann ihrer Schwester, der Schönheitschirurg von dieser Dame war. Und als sie den Mann von der Dame interviewen, sagt dieser zu der Polizistin und ihrem Partner, wissen Sie was, fragen Sie doch einfach mal Ihren Schönheitschirurg, mit dem hat sie mehr Zeit im Bett verbracht als mit mir. Und so fängt das Buch an, spannend zu werden. Denn ab diesem Punkt weiß man, der Albtraum, den Jane hat, dass ihr Glück zerstört wird, dass der Mörder immer und immer und immer, oder der Bootfahrer jetzt so im Traum, immer wieder auf sie zukommt, weil sie kein Glück haben soll. Und das, was ihr Psychologe gesagt hat, du hast Angst, dein Glück zu verlieren, das passiert jetzt. Man merkt es in diesem Moment sofort, als sie erfahren, dass Ian Westbrook, der Mann von Jane Killian, mit dieser Frau in Kontakt war. Dieses Buch, ich möchte nicht weiter erzählen, es gibt natürlich mehrere Morde und Ian Westbrook wird festgenommen, lebenslänglich, mit Todesstrafe und Pipapo und allem drum und dran. Und Jane Killian setzt sich jetzt als Ziel, ich möchte meinen Mann rauskriegen aus dem Gefängnis. Mein Mann ist unschuldig. Das schwört sie bei Gott, dass er unschuldig ist. Sie glaubt nichts, was behauptet wird und möchte ihn retten. Und dann eines Tages gerät ihr Plan, ihren Mann zu retten, wieder völlig aus der Bahn. Also ihr seht, dieses Buch nimmt, da kommt ein Knall nach dem anderen, ja? Und ihr Plan wird durchkreuzt durch eine Nachricht, die sie bekommt, und zwar von dem Motorbootfahrer vor 18 Jahren, der ihr sagt, ich habe es mit Absicht getan, ich wollte deine Schreie hören, bekommt sie als Nachricht, als Zettel. Und von da an dreht sich die ganze Welt falsch rum für Jane. Also sie ist gar nicht mehr geistig in der Lage, irgendwas für ihren Mann zu machen, weil alles spricht gegen ihn. Dann hat sie diese Zettel, die sie bekommt, die man ihrem Mann auch unterjubeln will. Aber das ist ja völlig absurd und das klappt ja alles gar nicht. Und es gibt so viele Irrungen, Wendungen, Drehungen. Es ist ein Page-Turner hoch 10. Es ist ein ganz toller Thriller, der Blut enthält. Aber wer Erica Spindler kennt, weiß, dass sie versucht, so geizig wie möglich mit Blut umzugehen. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Es ist nicht, dass ich was gegen Blut habe, um Gottes Willen. Ich mag auch die Cody McFadden-Reihe. Aber in diesem Buch wäre noch mehr Blut völlig unangebracht, denn es geht hier um die Psyche, um die Seele eines Menschen, die Seele und die Psyche eines Menschen. Und du als Leser weißt von Anfang an nicht, wer der Mörder ist. Du weißt nicht, was es mit dem Motorrad, mit dem Motorboot, falls ich zwischendurch Motorrad gesagt habe, ich meine das Motorboot.
Ihr wisst nicht, was es mit dem Motorbootanschlag oder Unfall auf sich hat. Ihr wisst nicht, wer da am Boot gesessen hat. Ihr wisst nicht, wer die Frauen umgebracht. Ihr wisst nicht, ist es Ian oder nicht. Irgendwann in dem Buch bin ich an die Stelle geraten, wo ich gedacht habe, natürlich, ganz klar, ich weiß, wer es ist. Es ist ja, passt ja jedes Puzzleteil zusammen, es ist logisch. Dann liest man weiter und dann ist dieser jemand tot. Und da denkt man, naja, okay, dann natürlich ganz logisch. Dann ist es der andere. Kann ja nicht, sind ja nicht viele Charaktere in dem Buch. Dann ist es der da, ganz klar. Und dann denkt man so, aber es wäre schon komisch, wenn der es wäre. Also es würde nicht passen. Aber okay, der andere, den ich in Verdacht hatte, der ist ja jetzt tot. Also muss es ja er sein. Und das hält sich dann auch. Dann kommt nochmal selber so, kam von mir nochmal so, es könnte aber auch, aber warum? Kein Motiv. Und dann, nee, dann bleibe ich mal bei meiner letzten Meinung, die ich hatte. So. Und dann kommt das Finale. Und man denkt so, ich habe recht gehabt. Vor allem ich, weil ich errate sowieso nie, wer der Mörder ist. Auch nicht in Filmen oder so weiter. Also ich sitze immer lieber da und denke gar nicht dabei nach, weil ich komme eh nicht drauf. Und dann beim Finale habe ich dann so gedacht, yeah, strike, ich habe es rausgekriegt. Ich wusste, wer der Mörder ist. Lese zwei Sätze weiter und denke, scheiße, nee, ist er doch nicht? So. Das ist so toll. Ich habe dieses Buch so toll, so gerne gelesen. Ich fand das so klasse. Ich lese euch gerne nochmal vor, was hier hinten drauf steht. Und dann hoffe ich, dass ihr jetzt alle schnell in eurem Buchladen geht oder zu Amazon oder bei Mobi Mob oder Moppelmob oder bei Ratzefutze oder wo man gebrauchte Bücher kaufen kann. Guckt da einfach mal. Weiß nicht, wie die ganzen Seiten heißen. Meine Bücher gibt es da nie. Kommt mein Paket jetzt? Ich habe bei Amazon 24 Stunden. Bis 12 Uhr mittags soll es da sein. Es ist 11:30. Bleibt dran, wartet. Er klingelt nicht, er geht wieder. Okay. Ich habe mir was ganz Tolles bestellt. Und zwar eine Spezialfolge von den 3 Fragezeichen. Der 3-Tag. Das sind 3 CDs. Und weil ich das nirgendwo als MP3 gekriegt habe, musste ich das natürlich dann kaufen bei Amazon. Ich bin schon ganz gespannt drauf. Also, ich lese euch hinten mal vor. Eifersucht, Rivalität, tödliche Leidenschaft und eine Frau zwischen Vertrauen und Haltlosigkeit. Janes Glück bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Mit Drohbriefen meldet sich der Mann zurück, der sie vor vielen Jahren fast getötet hätte. Will er sein Werk vollenden? Steckt er auch hinter den jüngsten Frauenmorden? Oder muss Jane tatsächlich vor ihrem eigenen Mann Angst haben? Für die Polizei ist er tatverdächtig. Doch welche Rolle spielt Janes Halbschwester Stacy, die die Ermittlungen leitet? Sie wollte sich schon längst einmal an der Schwester rächen, die im Leben immer auf der Sonnenseite zu stehen schien. Wem also kann Jane noch vertrauen? Sie zieht in den Kampf. Um ihr Leben und für ihre Liebe. Eine fesselnde Story mit unerwarteten Wendungen. Ein Muss für alle Thriller-Fans. Das stimmt. Was ich noch zu dem Anfang sagen möchte, was ich euch vorgelesen habe. Erinnert euch an meine Videorezension zu Chevy Stevens' Still Missing. Ich habe da so geschwärmt von und einige andere auch. Und daraufhin hat sich unter anderem The Sarah Story, die liebe Sarah, hallo meine Süße, jetzt doch wieder blond, aber egal, blond ob braun, Männer lieben alle Frauen. Die hatte dann das Buch gelesen, weil sie ganz gespannt war und die war überhaupt nicht begeistert. Ich weiß gar nicht, ob sie es bis jetzt zu Ende gelesen hat. Sie hat nur einmal gesagt oder entweder mir geschrieben oder im Video gesagt, sie versteht nicht, wie man aus so einem guten Anfang, eine Geschichte, die ja wirklich spannend war am Anfang für sie und die sie richtig auch gefesselt hat, wie kann man daraus so ab der Hälfte des Buchs so abschweifen und sowas völlig ganz anderes daraus machen. Habe ich eine... Mein Päckchen! Ja? Ist offen? Ja. Mein Päckchen! Ja. Die hat auf jeden Fall gesagt, der Anfang war so gut, warum hat sich die Geschichte so entwickelt? Man hätte da sowas Gutes draus machen können. Und hier
merke ich, was sie meint. Denn der Anfang war der Hammer. Und auf dieses bisschen, was ich euch vorgelesen habe, basiert und entsteht die ganze Geschichte. Und es passt alles zusammen. Hallo. Und dieser Blick auf meinen Busen, diese perversen Männer. Hier kann ich das verstehen am Anfang von der Geschichte. Darauf basiert alles und es passt alles zusammen. Und am Ende, wenn ihr das Buch zu Ende gelesen habt, dann seht ihr richtig förmlich vor euch, wie alle Puzzleteile sich zusammenfügen und du denkst so, hey, ja, klar. Naja, so ganz klar nicht, aber nachvollziehbar. Also wirklich ein Spitzenbuch, was ich euch allen empfehlen möchte. Erica Spindler im Schatten des Mörders. Habt ihr schon mal Erica Spindler gelesen? Ich habe sie ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe oder in dem anderen Video, was ich vorher versucht habe zu drehen. Der Engelmörder habe ich gelesen, fand ich super klasse. Mörder ohne Gnade war der Hammer. Alles ziemlich blutarme Thriller. Es gibt schon ein bisschen Blut, aber nicht so viel wie bei Cody McFadden. Es ist alles mehr seelisch und psychisch bei Erica Spindler. Schreibt mir mal in die Infobox, ob ihr auch Erica Spindler schon mal gelesen habt, ob ihr mir noch ein anderes Buch von ihr empfehlen könnt. Es gibt noch irgendwie eins, Die Rose des Satans oder so. Hört sich eigentlich auch nicht schlecht an. Und der Schreibstil von Erica Spindler ist so gemütlich. Och, ich lese diese Bücher so gerne. Es liegt, glaube ich, daran, dass es eine Frau ist. Ich glaube, Frauen, die Thriller schreiben, sind gar nicht so schlecht. Die schreiben so gemütlich, so toll. Finde ich ganz klasse. Wollen wir zusammen mein Päckchen noch aufmachen, wenn ihr schon mal hier seid? Ich habe übrigens überlegt, ob ich mal Blog-TV mache. Ich würde mich auch interessieren in der Infobox. Blog-TV ist da, wo ich live vor der Kamera sitze und ihr mit mir chatten könnt, während ihr mich seht, aber ich euch nicht. Braucht man sich auch nirgendwo kostenpflichtig anmelden oder so. Man gibt in diesem Chatraum dann nur sein Nickname ein und dann ist man drin. Ich habe das nämlich jetzt letzten Abend bei Knuffi gesehen, die hat das gemacht und da war ich auch dabei und sie hat sogar zwei meiner Fragen beantwortet. Ich weiß aber nicht mehr, welche ich gestellt habe. Aber sie hat zwei Fragen von mir beantwortet, da war es noch nicht so voll in dem Chat. Und ich hatte überlegt, das wäre vielleicht eine Gelegenheit, was Lustiges für euch, nicht mir einfach Fragen stellen und ich mache ein Video dazu, sondern stellt sie mir doch einfach live, die Fragen. So, Blog-TV. Und wir können zusammen schnattern, wir können quatschen. Wir können vielleicht ein bisschen lachen zusammen und wenn es uns zu blöde wird, dann gehen wir einfach alle wieder. Ist doch nicht so schlimm. Ich habe gedacht, das könnte man ja mal machen. Also schreibt mir mal in die Infobox, ob ihr da Interesse dafür hättet. Ob ihr dann auch dabei wärt. Ich hätte dann gedacht, dass ich euch vorher natürlich rechtzeitig Bescheid gebe, weil ich muss erstmal selber mich bei BlogTV anmelden und da erstmal durchsteigen. Und dann würde ich das vielleicht auf einen Sonntagnachmittag, späteren Nachmittag, so gegen 18 Uhr an einem Sonntag machen. Wann genau welchen Sonntag, weiß ich nicht. Die Gewinnspielauflösung habe ich jetzt nicht abgedreht. Ich habe die beiden Gewinner informiert. Also wenn ich euch nicht angeschrieben habe, habt ihr nicht gewonnen. Es war einmal eine Nora, glaube ich, und eine Lea. Hatte ich bei Facebook gepostet, wer gewonnen hat. Für alle anderen tut es mir leid, aber ich finde es ganz nett, dass ihr mitgemacht habt. Und es wird ja auch bald sicherlich wieder ein neues Gewinnspiel geben. So, jetzt zeige ich euch, was ich mir bestellt habe. Und zwar dieses Special von den drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. So. Und der Dreitag hat auch richtig gute Bewertungen bei Amazon. Und selbst wenn nicht, ich habe schon so tolle Folgen jetzt gehört. Dank euch, ihr habt mir ja so viele Tipps gegeben, welche Folgen ich hören soll und so. Es gibt jetzt noch eine Folge, also es gibt noch ganz viele Folgen, die ich hören muss, aber die mir so unter den Nägeln brennt. Und das war einmal Die Stadt der Vampire und Der verbotene Schlüssel und irgendwas mit Treppen. Ja, also wenn ihr auch drei Fragezeichen-Fans seid, schreibt mir mal, ob ihr die Folgen kennt. So, hier haben wir jetzt, oh, was heißt denn BPJ? In welcher Reihenfolge muss ich die dann hören? Kann ein und derselbe Tag dreimal völlig unterschiedlich verlaufen? Kann ein unscheinbares Detail wie ein Cola-Glas darüber entscheiden, wie sich alle weiteren Geschehnisse entwickeln? Erlebe wie Justus, Peter und Bob auf den unheimlichen Fluch der Sheldon Street, die mysteriösen Zeichen der Ritter
und dem bedrohlichen fremden Freund stoßen, und zwar zeitgleich am selben Tag. Die drei Geschichten von drei Autoren führen dich dreimal durch einen Tag, wie er unterschiedlicher nicht verlaufen könnte. Da haben wir hier Der Fluch der Sheldon Street, und da steht hier so ein J. Das könnte natürlich stehen für, wie hießen die nochmal, für Justus. Alles beginnt mit dem Kauf eines alten Projektors und Entdecker einer kleinen Super-8-Filmrolle. Als die drei Detektive das Fundgrübchen begutachten, entdecken sie die verstörende Aufnahme einer albtraumhaften Gestalt. So, dann haben wir im Zeichen der Ritter, da steht hier ein B, steht wahrscheinlich für Bob. Und dann haben wir einmal fremder Freund. Da haben wir hier ein P. Es könnte natürlich, wie heißt der Vogel? Peter. Das Ding ist, ich finde diese Bilder auch so voll cool. Diese Bilder hier, es reflektiert das hier überall. So, diese Bilder finde ich total schön. Und ich bin ja, seit mein Arbeitskollege mich damit angesteckt hat, voll im Drei-Fragezeichen-Wahn. Höre ich allerdings nur beim Joggen, weil eine Folge geht immer so eine Stunde und dann habe ich immer eine Stunde lang, während ich jogge, was zu hören. Ja, ich habe es jetzt geschafft, eine Stunde zu joggen am Stück. Diese hier allerdings, doch, die werde ich mir wahrscheinlich auch auf ein iPod dudeln, aber eine möchte ich heute Abend schon hören. Mal gucken, welche. So, und so nun ist aus einem Buchrezensionsvideo doch wieder ein bisschen mehr geworden. Aber egal. Ich hoffe, ich habe euch neugierig machen können, was das Buch von Erika Spindler im Schatten des Mörders angeht. Und im Moment lese ich nichts. Ich habe aber gestern meinen Geburtstagsgutschein von der lieben Yogura, fühle ich ganz doll gedrückt. Den Gutschein habe ich gestern eingelöst und ich habe mir gekauft City of Bones. The Wonderland Books und Choga 78, 74, 73, 83, 93. haben mir beide dieses Buch so empfohlen, die Serie, dass ich die unbedingt legen soll. Und weil ich jetzt, ich hätte zwar noch Arthur Band 3, aber ich lese jetzt lieber gar nichts, weil ich bin ein bisschen müde und ich habe, glaube ich, so eine kleine Flaute und ich freue mich jetzt einfach auf City of Bones und ja, gibt mir aber Zeit, das wird lange dauern. Ich habe nämlich ab morgen 9 Tage Dienst am Stück und da werde ich wahrscheinlich nicht viel lesen in diesen 9 Tagen. Weil ich immer Spätdienst habe und wenn ich dann nach Hause komme, bin ich eigentlich nur müde. Ich wünsche euch Knuffis alles, alles, alles Gute heute, meine Hübschen. Und ja, genießt den restlichen Tag. Bei uns zieht es sich hier in Berlin schon wieder ein bisschen zu. Aber es ist ja nicht so schlimm. Ich mag es ja so heiß und warm eh nicht. Also von mir aus kann der Sommer ruhig so weitergehen. Ich weiß. Ah, seid nicht böse. Wir sehen uns bald wieder. Wenn ich es irgendwie endlich mal schaffe, die CD zu finden für meine HD-Cam, damit ich das Bücherregal filmen kann. Aber ich finde die Software nicht mehr. Ich werde gucken, ich werde sie schon noch irgendwie finden. Kann ja nicht weit sein. So, meine Hübschen, bis zum nächsten Mal und postet mir alles, was ihr posten wollt und fühlt euch alle gedrückt von mir.